Zeiten darf ich mich vorstellen? Ich bin der Museumsreporter des Raiffeisen-Blogs. Für Sie darf ich auf meinen journalistischen Entdeckungsreisen von über 450 verschiedenen Museen berichten. Heute geht's ins Freilichtmuseum Wallenberg im schönen Berner Oberland. Aber nicht nur die Ortschaft ist äußerst faszinierend. Das Freilichtmuseum bietet etwas für Groß und Klein. Was gefällt denn den Besuchern am besten? Also am Wallenberg gefällt mir eigentlich am besten, dass man wirklich sehen kann, wie die Schweiz früher gelebt haben und wie schwierig das auch für die Leute gewesen sein muss, um in dieser Zeit zu leben. Wallenberg ist wunderschön. Es ist ein Stück Heimat, ein Stück wunderschöne Landschaft von der Schweiz. Häuser, Handwerk, Gerüche, alte Gerüche, die man in der heutigen Zeit nicht mehr hat. Für Kinder. Fantastisch, so etwas zu erleben. Eine interessante Begegnung machte ich übrigens in der Hutmacherei. Da traf ich ein paar meiner sehr friedfertigen Artgenossen. Ich machte mich auch noch auf, um ein paar Geheimtipps von einer Museumsangestellten herauszulocken. Ich glaube, am Wallenberg für die Erwachsenen ist ganz klar einfach die Geschichte von all diesen Häusern und wie die im Prinzip hierher kommen. Und dass die schon so lange da sind. Zum Beispiel eben ein Haus von 660 Jahren, das älteste Objekt ist bei uns. Solche Sachen interessiert halt aber schon Erwachsene. Der Tag in Wallenberg war wunderbar und ich kann einen Besuch in dieser Ecke der Schweiz nur wärmstens empfehlen. Ich muss nun weiter. Es gibt ja noch einiges mehr zu entdecken in unserem schönen Land. Bis zum nächsten Mal. Musik